Und damit sind wir auch wieder in der nächsten Aufnahme von Batman Arkham Asylum. Wie ich ja letztens gesagt habe, oder bei der letzten Aufnahmerunde noch gesagt hatte, gehen wir straight jetzt zur Pflanzenlady. Ja, okay, dann. Und werden dem Fräulein mal gehörig die Meinung geigen, sozusagen. Ich wollte hier hoch, um das zu holen. So. Und natürlich, wenn wir auf dem Weg da eh dahin sind, ne, können wir natürlich hier das ein oder andere auch noch mitnehmen. Unsichtjäger, irgendwas, Moped. So, das haben wir geholt. Das können wir uns jetzt holen. Und von den Riddler-Herausforderungen brauchen wir jetzt nur noch sehr, sehr wenige. Schön. Das muss ich natürlich, dadurch, dass hier noch irgendwo 10 Joker-Zähne sind, die wir vernichten müssen, muss ich natürlich auch da aufpassen, dass wir diese bekommen. Arkham North. Okay. Was kannst du noch tun, Batman? Ich werde dir gleich... Autsch! Du und deine Skill, ihr seid aber krank genug zu glauben, dass ihr uns zerstören könnt. Du wirst scheitern und wir... Wir werden die stärkste Macht auf dem Planeten. Das glaube ich nicht. So, warte mal, ich habe doch jetzt hier mein schönes Spielzeug. Kann damit da sicherlich... Gute Nacht. Du schiebst das Unvermeidbare nur hinauf. Ich glaube nicht, Poison Ivy, ich glaube nicht. So, irgendwo muss ich da rüber. Ja, das war eine sehr schöne lange Fahrt gewesen. Definitiv. Nein, meine... Was war... Da war's. Ah, ich muss dafür da runter. Und mach das Mäulchen auf. Ja. So ist gut. Gefolgsmann auf Titan. Das brauchen wir noch und das brauchen wir noch. Wo ist, könnte das sein? Hier das. Wahrscheinlich. Und die Zähne. Die wir erstmal noch nicht bekommen. Sei denn, sie liegen hier freiwillig irgendwo im Weg rum. Was kann ich denn schon tun, hä, Ivy? Was kann ich denn schon tun? Das vielleicht. Deine ganzen schönen Pflanzen auseinanderreißen. Also die, die so auf dem Weg liegen, die nehmen wir noch mit. Ach, guck mal da. Zähne. Das ruckelt mir gerade ein bisschen viel, aber hey. Die 10 Joker-Zähne hätten wir damit auch. Ja, wunderbar. Hier drüben haben wir alles abgegrast, ne? Okay, alles klar. Dann können wir uns direkt zu der Bekloppten hinmachen. Und mal gucken, wie die jetzt aussieht, nachdem die aus diesen Drogen ist. Dafür, dass du meine Babys verletzt hast. Oh Gott, hört sie jemals auf, über ihren Platz zu reden? Wenn ich mit Batman fertig bin, bin ich hinter dir her, Joker.
Ach Mann, ist ja wohl nicht wahr. Sag mal, ist der bekloppt? Alter! Ey, wo, aber... Ich dachte, du würdest länger durchhalten. Nein. Toll. Wunderschön. Also sobald ich jetzt hier oben, hier draußen raus bin, kann ich erstmal gucken... Wenn ich mit Batman fertig bin, bin ich hinter dir her, Joker. Hä? Der Wachmann ist weg. Ach, wirklich? Das nenne ich Dankbarkeit. Nee, doch nicht. Frauen, du gibst ihnen Geschenke, Versuchschemikalien und schöne Kleider und sie wenden sich trotzdem gegen dich. Na, viel Glück. Ich habe eine Armee. Eine Dosis Titan, die für eine ganze Stadt ausreicht. Und eine Tüte Unkrautverdichter. Komm und finde mich, wenn du mit Männern erledigst. Das wird lustig. Du gehst den Wein mit. Ich mach den Salat. Mhm. So, was noch? Waren das alle Zähne? Springen hier noch irgendwo welche rum? Klappert hier irgendwo noch irgendwas? Es ist unhöflich, ein Mädchen warten zu lassen. Ja, ja, ich komme ja gleich. Bin ja auf dem Weg zu dir, Pippi. Dann gibt's auf jeden Fall ordentlich. Brauchst du dich nicht beschweren. Gibt gleich genug. Oh ja, ist ja gut. So, haben wir die Joker-Szene hier auch abkassiert. Haben wir dann alles hier? Ja, haben wir. Bereich clear. Ivy, ich komme. Und wenn ich komme, gehst du down. Also bist du endlich hier? Ja, ja. Gefällt dir, was ich hier verändert habe? Tierisch. Meine Babys wachsen, Batman. Komm, sieh mal. Ivy. Habe ich hier nicht auch dieses? Ja, habe ich. Okay, da musste ich noch irgendwas kriegen. Ja, ist ja gut. Da musste ich noch irgendwas kriegen und da muss ich noch was kriegen. Aber ich denke mal, wir werden zuerst Ivy das Handwerk legen müssen, bevor ich da überhaupt hin kann. Achso. Nein. Oh doch. Die eine davon, die hat mich voll angegriffen und die guckt immer böse. Und deshalb... Leckeres Happy für meine Baby. Okay, hier sind nirgendwo mehr Gegner über. Es sind alles nur diese hässlichen Pflanzen. Oh ja, klar. So, okay, also die... Jede Pflanze, die du tötest, Batman, macht mich nur wütend. Echt? Cool, dann bring ich noch ein paar extra um. So, wo soll ich denn lang? Anscheinend hier nicht, weil die Tür ist zu. Hier auch nicht. Ja, ja, genau. Wirf mal 20 Mal daneben, Kollege Batman. Wo ist denn hier noch was? Ach, da drüben, guck mal. Ach, das ist doch wohl nicht wahr. Ja, ja, klar. Ich hab auch mega Angst, wa? Kriegen wir gleich schon hin. So. Blümelein, wo bist du?
Bist du bereit für mich? Ich denke. Glaubst du, du wirst mit mir fertig? Ich warte hier. Ja, wenigstens ist der Weg wieder frei. So, die Zähne hätten wir hiermit also auch. So, ich komm. Hast du Angst, Batman? Eigentlich das nicht. Du bist nur ein Mann. Aha. Ich habe mich rückversichert, Batman. Sie werden einfach sterben, wenn mir etwas zustößt. Nacht. Ja, ja, komm. Ich denke mal, okay, da geht's nicht lang. Du willst also da drüben mit mir spielen. Alles klar, Ivy, dann komme ich. Du willst spielen? Lass uns spielen. Oh. Na, der hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Nicht zerstören, Batman. Ich hab gesagt, du sollst in deine Zelle gehen. Ich war ein Narr. Ich dachte, die Pflanzen hätten Schmerzen. Jetzt weiß ich, dass sie gewachsen sind, stärker wurden. Und jetzt wachsen wir zusammen. Ups. Ups. Ah, das bringt's nicht, das bringt's nicht, das bringt's nicht. Scheiße, scheiße, weg, 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 weg. Ich bin stärker als du, kleiner Mann. So, immer schön werfen in dem Moment, wo... Oh, fuck it. Alles klar, immer schön werfen in dem Moment, wo da das Schnäuzlein aufgeht. Da, komm mal her. Ups. Hab ich jetzt gar nicht so den Bock für, Ivy. Kann man dich auch irgendwie noch weiter abwerfen? Boah. Wow. Way. Ne, finde ich ziemlich uncool. Ich mach das lieber anders. Lass mich in Ruhe. Okay, so bringt das schon mal nix. Ich muss schon mal auf jeden Fall die immer abschmeißen, die alle. Wow, ich bin doch drüber gesprungen. Verdammt. Nicht so prickelnd. Immer schön in Bewegung bleiben. What? Nee, nee, nee. Anscheinend tut er das auch so ein bisschen weh zumindest. So, Hammer. Wie oft muss ich dich treffen? Schlampe? Ich meine Frau. Was? Ich bin doch ganz außen gewesen. Lass mich in Ruhe. Yeah! Und jetzt? Yeah, und jetzt hau ich ihr ins Gesicht.
Hihihihi. Ich werde dein Gefängnis aufbrechen, das mache ich. Pass auf. Nee, 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 nee. Meine Babys werden sich tagelang an dir laben. Ist das so? Mach doch. Ah, jetzt holst du sich ein paar Helferlein. Immer schön weiter die Batarangs werfen. Ey, ich wollte doch... Ey! Warum wirft er keine Batarangs mehr? Der wirft keine Batarangs mehr. Der wirft keine Batarangs mehr. Warum wirft er nichts mehr? Der wirft nichts mehr. So, jetzt wieder. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So, hab ich. So. Oh, fuck it, ey. Hat die mich erwischt? Blöde Blume. Böse Blume. Drei von denen. Na okay, kommt her. Nein! Ach komm schon. Weg hier. Wow. Komm, die kriegen wir auch noch. So, immer schön weiterwerfen. Was? Alter! Hier, kriegst du den für... Noch einen brauche ich, komm. Ich muss dich nur einmal treffen, Ivy. Spätzeken. Was das? Nee, komm. Hier, wo ist mein Zeug? Jetzt geht es ab, Fräulein. Oh doch, oh doch. Ich sollte weg. Ja, damit hätten wir die gute Poison Ivy auch durch. Musik, Tanz, Chemikalien, die Monster erschaffen. Das willst du doch nicht verpassen. Also beweg dich mal zum Zellblock. Oder du verpasst die letzte Überraschung. Die letzte Überraschung geht's jetzt einfach aufs Endgame zu. Gehe zu der Party. Okay, wenn das bedeutet, dass das jetzt das Ende ist, dann geht es für uns jetzt erstmal daran, die restlichen paar Riddler-Rätsel zu lösen.
Und zwar fangen wir das Ganze dann... Okay, die sind alle down. Mit den Sachen in der Kanalisation, beziehungsweise in den Zwischengängen hier drüben an.